Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mordors Schatten. Und ihr seht, wir stehen immer noch direkt auf der Mission. Für jede Beleidigung, ob wahrhaftig oder bloß eingebildet, werden die Sklaven von ihren brutalen Zuchtmeistern hingerichtet. Rette sie vor diesem ungerechten Schicksal. Belohnung 125 Mirian. Annehmen. Bin ich doch dabei. Rette ich doch die Jungs. Oh. Rette die Sklaven. Zusätzliches Ziel. Töte 3 Uruks, nachdem du sie angelockt hast. Alles klar. Wow. Wo wollen wir hin? Da ist der erste Sklave. Machen wir mal V, ob hier Hauptmänner in der Nähe sind. Nö, das ist ganz gut. Alle, hopp. Ihn können wir. Mehr ist zu weit weg. Die sind alle zu weit weg. Wie soll ich die... Erzähl's. Ah, ihn können wir anlocken. Komm, den locken wir mal an. Habt ihr das gehört? Nein, ich hab nichts gehört. Komm her. Komm, put, 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 put. Da geht der down. Eins von drei. So, können wir ihn anlocken? Nee, können wir nicht. So, können wir aber da hoch und dann ihn anlocken. Da ist ein Cargo eingekäfigt. Soll er mal bleiben auch erstmal? Wenn ich dir die Zunge rausschneide, nein, da wollen wir nicht. Da wollte ich gar nicht hin. Egal. Was war das für ein Geräusch? Was war was für ein Geräusch? Ich habe nichts gehört. Hm, wie soll denn den jetzt? Toll, wäre ich mal da drüben geblieben. Egal. Wo war denn jetzt hier der... Hier war doch eben noch ein Sklave. Den ich... Haben sie den jetzt schon hingerichtet? War jetzt zu langsam? Wisst ihr was? Ich glaube, ich hasse jeden einzelnen von euch Maden. Da bist du nicht der Einzige. Ah, der ist zu dich dran. Ah, hier, ihn können wir anlocken. Wir können uns streiten, wenn der Krieg gewonnen ist. Bis dahin solltet ihr Idioten das Maul halten und euch... Und zack! Huch! Nehmt ihn sein Schwert! Vielleicht da jemand um. So, den haben wir. Angelockt und getötet. Hab gezählt. Cool. Ich dachte, man muss echt warten, bis der so ein bisschen dichter da ist. Die gucken alle in die andere Richtung. Können ihn einfach befreien gehen, glaube ich. Wir müssen mehr Vorräte. Ah nein, guck mal, da ist noch einer. Den brauchen wir aber nicht anlocken. So. Oh, da kommt der. Ich kann es nicht mehr länger ertragen. Bitte hilf mir. So, jetzt dreht er sich weg. Was macht der denn? Losschneiden, schnell, heimlich. Ich versuche das hier gerade so stealthig wie möglich zu machen. Weil hier in der Feste... Oh, wir können ja mal... Jetzt habe ich zu lange gedrückt. Ich wollte eigentlich das Terrorisieren ausprobieren und habe jetzt einfach so lange gedrückt, dass er schon wieder den Bogen ausgepackt hat. Oh, hier ist ein Artefakt. Wollen wir das nebenher mal mitnehmen? Warum serviert der Koch uns nichts als Spinnensuppe? Alle, hopp. Oh, 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 oh. Fleisch zu rationieren. Einmal runter. Das war zu runter. Hier einmal hoch. Und... Ich sag. Terrorisieren. Auch nett. Guck mal, gibt direkt eine 5er Dings. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, hier oben scheint das nicht zu sein, das Artefakt. Oh, der Sprung war nicht so wie geplant. Ah, guck mal hier rein. Tadam, tadam. Und da ist es. Ach, hier ist ja süß. Hier ist ja. Sieht ein bisschen heimlich aus hier. Als ob man nicht, So, 50 Mirian. Brandeisen. Nicht der alte Brenner, ist ein häufiger Spruch unter den Orks in Udun. Zwar ist das Brandmarken mit glühend roten Eisen eine übliche Strafe, bei der die Orks genauso oft das Fleisch ihrer widerspenstigen Brüder als auch das ihrer Sklaven sengen. Jedoch ist das alte Brenneisen einzigartig und wird nur bei den Ungehorsamsten angewandt. Die Orks glauben, dass das alte Brenneisen magische Fähigkeiten besitzt, durch die es länger und heißer und mit solcher Intensität brennen kann, dass die Schmerzen noch Wochen nach dem Brandmarken zu spüren sind. Wie unangenehm. Ah, seht ihr, haben wir gleich... Ich wollte hier nur gucken, wie das aussieht, und haben wir gleich die Erinnerung gefunden.
Wirklich ein unangenehmes Teil, glaube ich. Erinnerung. Also gut. Ihr seid jetzt nicht mehr so mutig, was? Haltet sie fest, Leute. Nimm deine dreckigen Finger von mir. Es ist doch ganz einfach. Schlage auf die anderen schneller und härter ein, als sie auf dich. Aber wenigstens hast du es versucht. Versuch's nächstes Mal doch einfach richtig. Das wird wehtun, sehr sogar. Aber so lernst du, wer hier das Kommando hat. Nein, nicht der alte Brenner! Alles nur nicht der alte Brenner! Scheint wirklich ein unangenehmes Gerät zu sein. So, guck mal, jetzt haben wir hier nämlich diese auch, oben sieht man, alles erledigt soweit. Von Gerechtigkeit. Das ist keine Gerechtigkeit. Und dann können wir... Das ist das stetige Ausmerzen der Schwachen zugunsten der Starken. Oh, guck mal, ich sehe hier links auf der Minimap, sehe ich, also was heißt links, jetzt oben, die Minimap dreht sich ja mit, bei dem einen Sklaven, den wir... Das ist ein Sklave, jetzt haben wir hier... Sehe ich eine blaue Milch, da brauchen wir noch ein paar von. Ich liebe das Gefühl von frischen Waffen für frische... Da brauchen wir... Du weißt nicht, her. Was hässlich ist, Sklave. Ich kann es dir zeigen. Da! Menschen am Schaum! Huch, wo kommt ihr denn alle her jetzt? So, einen hingerichtet. Hauptsache, da will keiner zum Feuer, bitte. Ah, seht ihr? Will er nämlich doch. Gibet nicht. Hier wird kein Feuer angezündet. Sag mal, ist alles aus Holz hier? Nee, nicht Leuchtfeuer. So, alle tot? Oder ist da noch einer auf dem Weg zum Leuchtfeuer? Nee, sieht gut aus, oder? Seht ihr was? Nö. Sehr schön. Ha, hier ist direkt die blaue Milch. Die kommt als erstes dran, lieber Sklave. Tut mir leid. Ich darf die blaue Milch nicht sammeln, solange ich nicht losgeschnitten habe. Verdammt! Da hinten ist noch eine blaue Milch. Nice. So, die stecken wir ein. Wir haben auch ein bisschen Leben verloren, das lohnt. Und dann sneaken wir weiter. Dann gehen wir hier hoch. Der Grabwandler ist sonst so gut darin, Hauptmänner zu töten. Wie ist Redback ihm nur so lange ausgewichen? Weiß ich auch nicht, aber hört mal hin. Die haben jetzt schon, die finden das jetzt schon merkwürdig, dass Redback noch lebt. Ein Mörder ist unterwegs. Zack, terrorisieren wir mal. Dafür bin ich jetzt hier hochgeklettert, um wieder runterzuspringen. Egal. Aber das Terrorisieren ist wirklich verhältnismäßig nice. Dass man da direkt wieder eine 5er-Serie sofort bekommt. Der Kampf liegt mir im Blut. Wenn ich nicht kämpfen kann, dann kocht es über. Ich weiß, was du meinst. So, hier muss irgendwo die blaue Milch sein. Da, nice. Da haben wir schon 3 von 4. Ich dachte, ey, 4 blaue Milch. Die sehen wir so selten, wo sollen wir die herkriegen? Aber geht ganz gut. Besser als das Malaus sogar. Bist du das, Waldläufer? Achso, hier konnte ich ihn anlocken. Schreib mich los, bitte. Sollen wir den anlocken? Nee. Wir befreien ihn ja einfach. Wir haben schon genug angelockt. So, mit Zusatzziel. Sweetest. Ich weiß, es war dumm, diesen Ort zu machen. Oh, der hat uns fast. Doch ich würde es nochmal tun, nur um dich kämpfen zu sehen. So, voll abterrorisiert. Nice. Das ist richtig schön. Also, das Spiel ist so geil gemacht. Oh, guck mal, den können wir... Der Uruk ist tot! Der Mörder ist schon lange weg. Zwecklos weiter zu suchen. Komm her. Ich glaube, und jetzt können wir ihn direkt verhören. Sehr schön. Zack. Voll gut. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Den ich noch gar nicht gemacht hatte, den Plan, ehrlich gesagt. Aber, ja, haben wir das. So, ich glaube, ich gucke jedes Mal vorsichtshalber, falls sich hier irgendwas verändert hat und irgendwer neu ungeschwächt hier ist. Aber so, hurra, der Ängstliche. Das klingt doch gut. Der Ängstliche von Ast zerfressen will alles zur Asche verbrennen sehen. Aber macht 4. Das sind Leute, die lohnen sich ja gar nicht. Guck mal, anfällig gegen alles wieder und Angst und...
Obwohl anfällig für Schleichen und Kampf ist er nicht. Aber solange er nicht immun dagegen ist, kann man das wahrscheinlich einfach benutzen. So. Haben wir das. Jetzt muss ich hier einmal gucken. Jetzt muss ich hier einmal das Kraut da hinten gucken. Das sieht zwar eher rötlich aus gerade, aber vielleicht ist es ja orange. Vielleicht irre ich mich, ja? Huch. Achso. Oh, guck mal. Nice, direkt zwei Leute ausgelutscht. Voll gut. Zack, nächster, den kennen wir gleich alle hier. Nasu der Höllenhitzer erklärt, dass man eine Ghoul-Matrone töten muss, um einen Ghoul-Schwarm zu vertreiben. Okay. Ja, anfällig für alles wieder. Naja, schneller Läufer. Läuft Schneegefäller als die eisten Murks. Okay. Stirb, danke für deine Infos. So. Wieder ein Sklaven befreit. Hallo, Herr Karagor. Oh, wieder ein Uruk. Ich mag diese Ruinen nicht. Sie sind gruselig. Terrorisieren, das macht mir Spaß, das Terrorisieren. Es dauert zwar ewig und drei Tage, aber es ist viel schöner als das normale Schleichtötung. So, was haben wir hier? Ein Feuerding? Wo ist denn die Blume? Da. Ich glaube, das ist aber nicht die, die wir brauchen, ne? Ne, Remington brauchen wir nicht. Map. So. Was haben wir denn? Oh, guck mal, hier ist auch schon schön geklärt. Kaufen wir uns noch das Zeichen der Macht hier drüben. Ja, hopp. Naja, bleiben wir hier wieder mit dem Fuß an irgendeinem Stein hängen. Kommen wir hier nicht hoch? Wir kommen hier nicht hoch. Das ist ja frech. Immer noch keine Hauptmänner da. Ich finde es auch spannend, wie die sich alle bewegen, ne? Als wir ja hier das letzte Mal waren, war hier alles voller Hauptmänner. Da habe ich mir ja nicht getraut, den einen anzugreifen. Weil sie halt alle da waren. Und jetzt? Nischt. Finde ich spannend. Finde ich interessant. Ah, guck mal, hier kommen wir direkt oben lang. Na, ihr Unwissenden. Ihr Trottels. Und hier geht die Dolchlegende direkt los. So, als sich die Gerüchte über ihn verbreiteten, ließ der dunkle Herrscher Kundgebungen abhalten, um ihn in Verruf zu bringen. Er nutzte diese Ansammlung, um seine Macht unter Beweis zu stellen. Form die Legende des Dolches. Dolch. Belohnung 200 Miriam. Angenommen. Zing! Terrorisiere den Wächter, ohne den Alarm auszulösen. Zack. Huch, zusätzliches Ziel. Eliminiere 5 Orks durch Schleichtötung. Okay. Maxwell meinte, hier könnte ich ein feines neues Schwert oder eine scharfe Axt finden. Oh. Zählt das als Schleichtötung? Zählt es nicht. Ich hätte gedacht, dadurch, dass er mich noch nicht gesehen hat, hätte das zählen können. Naja. So, dann lass uns doch mal gucken. Hier auf der Brücke ist einer. Hier unter uns ist auch noch einer. Ist hier noch was in der Nähe, was uns erwischen kann? Nee. Ei. Moment, Eingling. Ich brauche Hilfe. Uni. Shit. Erst einmal mit Sterben. Mist. Ich glaube, das war schlecht. Ich glaube, das war ganz schön schlecht. Oh, nice. Schleichtötung. Hoch das Bein. Schleichtötung. So. Dann können wir nochmal einmal anlocken hier. Habe ich da gerade etwas gehört? Nein, hast du nicht. Na doch, natürlich, sonst würdest du ja nicht kommen. So, Schleichtötung. So. Einen nur noch. Dann haben wir das schon mal. Und dann müssen wir noch Spacko-Mac-Spaxen terrorisieren, ohne erwischt zu werden vorher. Und hier kommen wir nicht hoch oder wett? Doch, sehr gut.
Und Schleichtötung. So, das Zusatzziel haben wir jetzt. Müssen wir nur noch das richtige Ziel schaffen. So. Er hat so langsam reagiert. Ah, guck mal. Können wir direkt von hier oben terrorisieren. Nein, das war falsch. Wenn man zu lang rechte Maustaste drückt. So, ab geht. Mitten bei seiner Kundgebung und alle anderen kriegen Schiss. Nice. Das war verhältnismäßig leicht. Hätte ich mir schwieriger vorgestellt. So, komm, dich kaufen wir uns auch gleich. So, dann hauen sie alle ab. Können wir noch einen Spitzel verhören. War aber, glaube ich, knapp da oben. Da wäre beinahe Alarm ausgelöst worden. So. Argwöhnisch wegen der Berichte über einen Grauk in der Nähe. Anfällig, anfällig. Schnellschuss. Oh, Schnellschuss. Explosive Pfeile auf Weiher. Okay. Menü verlassen. So, haben wir das auch erledigt. Zack. Und jetzt sehen wir erstmal zu, dass wir Land gewinnen. Damit wir hier nicht noch Alarm auslösen. Hallo? Wo bin ich denn jetzt? Ah, okay. Jetzt hänge ich hier an so einem Balken. Ja, ups. Und ein netter Rückwärtssprung. Hoch, 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 hoch. Hoch. So, wenn man ganz oben ist, sehen einen die Leute immer so schlecht. So, schön. Schön. Habe ich schon schön gesagt? Guck mal, wie hier, wir ja alles geklärt haben. Jetzt können wir, ich muss gestehen, ich habe nicht so richtig Lust, mir hier raus zu... Ach komm, machen wir einfach. Mit Schnellreise ist ja immer doof. Was haben wir hier? Die Rangleiter empor. Können wir eigentlich unterwegs dann hier immer mal so ein bisschen Hauptquests einstreuen, damit wir ein bisschen vorankommen? Weil es gibt ja auch genug Apropos freizuschalten. So, das Artefakt haben wir uns markiert, dann marschieren wir dahin. Vielleicht kriegen wir unterwegs auch noch unsere Kräuter, das war nicht der Plan hier. So, da wollten wir nämlich hin, Verbesserung. Genau, habe ich nämlich gesehen, wir haben die nächste Stufe hier freigeschaltet. Was haben wir denn hier? Schulterstoß, verbessert Sprintangriffe, sodass sie Holzschilde beschädigen und Gegner zu Boden werfen. Oh, auch cool. Aber so viele Schildgegner haben wir noch nicht, dass sich das lohnen würde, wa? Was war das hier? Schattenangriff, setzt zwei Helmschuss ein. Eine tödliche Variante des Schattenangriffs, nice. Geistertodesstoß. Opfer von Aufzehrung und Klingelhageltötung explodieren und lassen umstehende Feinde zurückschrecken. Boah. Kampfaufzehrung. Drücke C, wenn deine Trefferserie aufgeladen ist. Oh, nur Aufzehrung. Helmgeschosse. Weiß ich nicht. Graukjäger. Was? Drücke linke Steuerung, um auf betäubten Grauks aufzusitzen und sie zu reiten? Geil. Das ist ja geil. Hier wollen wir hin. Aber müssen wir erstmal Hauptquest ein bisschen machen. Ja, deswegen will ich so nebenher so ein bisschen Hauptquest machen. So. Dass wir das alles freigeschaltet bekommen hier. Was haben wir hier? Dolchhagel. Verbessert das Werfen von Dolch, sodass nur drei hintereinander geworfen werden können. Fliehende Gegner können mit geworfenen Dolchen niedergestreckt werden. Das ist interessant, weil fliehende Gegner mir richtig auf den Sack gehen. Übersprungbetäubung. Ein Übersprung über einen Gegner lässt diesen nun mit... Oh, Geistbetäubung durchs Drüberspringen ist natürlich auch nice. Dann kann man da den Klingenhagel machen. Was haben wir hier noch? Sofortiger Todesstoß. Verringert die Benötigung. Oh, um eine Bodenhinrichtung. Oh. Da wird man ja doch verhältnismäßig oft unterbrochen, wenn man das versucht in einem Multikampf. Das machen wir erstmal. Und dann... da fehlt noch einiges an Erfahrung jetzt zum nächsten Punkt. So, wir haben wieder genug Mir... Oh, 955 Mirian. Was machen wir? Mehr Pfeile? Eigentlich reichen die Pfeile gerade, ne? Wir erhöhen Fokus. Runen, Runen... Wir machen mal Runen. Ich mag die Runen verhältnismäßig gern. Zack. Zack. Jetzt fehlt uns natürlich eine Dolchrune. Zurück. Waffen und Runen. Na, heute noch. Dankeschön. Runen verfügbar. Was haben wir denn? Erhöht den Nahkampfschaden. Stellt bei einer Klingeltötung Fokus wieder her. Chance, Munition zu erhalten. Die können wir mal wegmachen hier mit der Munition erhalten. Kommt mal weg. Gibt Mirian. Die können wir immer gut gebrauchen. Was sind die hier? Stufe 8 ist auch zu schlecht. Selbst wenn die gut wäre, ist mir die zu schlecht. Stufe 8. Kinderkram hier. Zack. Nehmen wir den wilden Ansturm mit. So. Next. Was haben wir denn hier? Runen verfügbar. Chance in die Flucht zu schlagen.
tödlichen Kopfschuss Fokus zu regenerieren. Haben wir das nicht schon? Nee, haben wir nicht. Nehmen wir das mit. Ja, und für... Haben wir natürlich... Obwohl, vielleicht haben wir jetzt... Wir haben ja wieder Mirian bekommen. Da nämlich. Aber reicht noch nicht. Okay. Dann verlassen wir das Menü. Schleichen wir weiter rum. Immer schön auch ein Auge auf die Minimap halten. Huch, das war nicht der Plan. Na gut, nehmen wir den mit hier. Gibt Erfahrung, gibt immer Erfahrung. So, ich hoffe, wir kommen hier mal noch gemütlich rausgeschlichen. Es gibt hier aber auch keins von den Krauts, die wir brauchen, ne? So, das brauchen wir auch nicht, das Remontort. Leben ist voll. Was ist hier los? Wie jetzt? Hör mal! Ich hab die Suche satt. Jetzt wird hier terrorisiert. Oh, die sind schon tot. Schade, komme ich zu spät. Ich wollte eigentlich die Sklaven hier noch retten. Zack. Schön Sklaven befreit. Ja, hier gibt es nochmal Informationen. Aber akut brauchen wir gar keine Informationen. Was ist mit Piguk und Ishka geschehen? Weil, ja, wir kennen halt alle, ne? Was war das für ein Geräusch? Ich weiß es nicht. Hier war kein Geräusch. Siehste, war nichts. Oh, hier ist noch einer. Gut, dass der in die andere Richtung geguckt hat, weil da die Leiche lag. Mann, wie habe ich das wieder gemacht? Habe ich das nicht super geplant, Leute? V. V wie... Oh, da ist ein Hauptmann. Zeig, wer? Nazul. Der Höllenhetzer. Schwächen, anfällig für Kampf, anfällig für Schleich, anfällig gegen Briten, Furcht vor Karriger, unbeholfen. Unbeholfen gefällt mir gut. Der hat eine brennende Waffe. Egal, wir markieren den. Sie markieren. So, den stechen wir direkt ab. Wir brauchen ja keine Infos gerade. Da geht er down. Das war gut. Das war leicht. Das hat richtig gut funktioniert. Ich sammle das mal schnell auf hier. So. Feinde Stufe 4 für erkannte Schwächen. Stellt bei einem Greifabstechen 40% Fokus wieder her. Zack. Da ist er weg. Ach, guck mal. Jetzt kommt hier Karagor. Oh. Ich bin mal weg. So, dann machen wir mal lieber so. Dann sind wir nämlich hier friedlich. Hallo. So, der andere Karagor mag uns jetzt auch anscheinend, beziehungsweise interessiert sich nicht mehr für uns, weil wir auf seinem Kumpel sitzen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das war eine gute Entscheidung, da ich das doch noch mitgeskillt habe. Ich fand das zwar prinzipiell erstmal nicht so interessant, aber ihr seht, es ist doch sehr nützlich. Absteigen. Warte hier auf mich, Karagor-Mäuschen. Oh, hier ist das Artefakt. Ach, hier ist auch ein Fliegennest noch. Aber das ist uns egal. Wie der Tag Hork einen solchen Schrecken eingejagt hat. So, Umhangschnalle eines Waldläufers. Diese Zierschnallen aus Metall wurden von Waldläufern hauptsächlich dafür benutzt, ihre Umhänge geschlossen zu halten. Als Gardisten Gondors wurden den Waldläufern von ihren Meistern die höchsten Ansprüche abverlangt, was bedeutete, dass sie diese Schnallen auf Hochglanz polierten. Waldläufer nutzten ihre Schnallen auch als behelfsmäßige Signalgeräte. Sie spiegelten damit das Sonnenlicht und kommunizierten so über große Strecken mit ihren Kameraden. Ja, kann man aber auch wirklich nur, wenn man die anständig in Schuss hält und glänzen lässt, nicht wahr? Und X. Die Türme werden bald stehen. Keine Ahnung, warum sie die Zähne genannt werden. Sie sollten Kiefer heißen. Weil sie uns hier treffen werden? Genau. Mitten auf den Kiefer und so oft, wie sie können. Aber sieh es mal anders, Bruder. Von hier aus können wir nach Mordor sehen. Und zuschlagen, wenn es nötig ist.
Boah, okay. Boah, jetzt fand ich jetzt nicht so eine spannende Erinnerung. Also bei einigen ist ja ein bisschen was los. Dihael war kurz davor, den Eid abzulegen. Er sollte ein Waldläufer werden. Solch ein übles Ende hat er nicht verdient. Ja, wir erinnern uns. Dihael war unser Sohn. So, da springen wir direkt wieder drauf. Und ich sehe immer noch nicht das Kraut, was wir brauchen in der Nähe. Das finde ich doof. So, guck mal, hier ist eine Menge los für unsere Dings-Quest und ein Artefakt. Das machen wir, da gehen wir hin in die Ecke. Und zwar beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Mordors Schatten. Oh, was ist denn da los? Momentchen, das müssen wir... Da kassiert einer ganz schön. Block der Stinkende. Furcht vor Grauks, hasst Karagor. Oh, da gehen wir mal nochmal schnell hin. Ah, verpasst. Aber, wie es aussieht, kriegen wir... Ja, Eingabekampfbericht. Zeige. Okay, schön. Hatten wir nichts mit zu tun. Ich glaube, wir haben jetzt auch keine Macht dafür bekommen. Aber... Hä, wo kommt er denn her? Ziel in der Nähe. Aha, okay. Na gut, vielleicht überziehen wir da nochmal kurz. Wo ist er dann? V. Da. Ja, der ist aber nicht in der Nähe. Das ist mir zu weit weg. So, jetzt haben wir hier natürlich Aggro gezogen ohne Ende. Aber ich will die Rune haben. Ich will auf meinen Karagor schießen, Kumpelchen. Oh, mit dem wird der Karagor fertig. Irgendwas war hier noch, was ich gerade gesehen habe, was ich wollte. Ach, das Kraut, genau. Schieße Köder herab, um Karagor anzulocken. Köder? Ach, da. Oh, guck mal. Mugluk. Guck mal. Unbeholfen. Zack, den schnappen wir uns noch. Darf ich mal hier ein bisschen... Oh, er ist ja fast tot. Der hat ein bisschen Angst. Nicht kannst du. So, und... Zack, erwischt. Nice. Jetzt haben wir natürlich keine Schwäche ausgenutzt. Angabe, Kampfbericht machen wir als erstes. Hey, sind da schon wieder Lücken gefüllt? Ohne das... Warum sagt mir keiner Bescheid hier, wenn hier irgendwas passiert? Das finde ich ja komisch. Na egal. So, das gab 5 Macht, nicht besonders viel. So, erhöhter Ansturm Stufe 6, das ist ja eine Wurst, ey. Huch! Ah, mein Karagor lebt noch. Mach mal nicht, bitte. Was haben denn alle gegen mein Karagorchen? Nicht leuchtfeuern. Oh, da oben ist noch ein Armbrustschütze. Komme ich natürlich jetzt von hier nicht hoch. Das ist natürlich cool. Oh, der hat nichts gemerkt. Gut. Steigen wir wieder auf unseren Karagor. Einem von uns beiden geht es hier nicht so richtig gut gerade. Halt! Hier ist nochmal eine Blume für uns. Nee, das wollte ich nicht. Huch, jetzt hätte ich fast das Reittier aufgezehrt. Dabei wollte ich nur absteigen. Absteigen, hallo. Absteigen. Ey, komm hier nicht hoch. Manu. Na gut, nee, jetzt dann aber... Was macht denn unser Karagor schon wieder? Töte den Waldläufer und du erhältst ein Fass Grob und einen Sklaven. So. Na ja, gut. Ich werde diesen Tag töten. Doch glaub ja nicht, dass Sklave, Mann, du stehst im Weg.
Ach, guck mal, jetzt haben wir uns hier aus Versehen schon zum Dings gekämpft. Die Blume ist hier unten. Runter. 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 Da unten. Zack. Das ist unsere. Zack. Dann haben wir die Malaus schon fertig. Wir haben noch eine blaue Milch. Oh, irgendwer macht da Alarm. Aber das interessiert uns jetzt nicht mehr. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Mordor Schatten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüssli Müsli.